Du willst wissen, wie eine maßgeschneiderte Werbestrategie für dich aussehen kann, dann solltest du dir das Video auf jeden Fall anschauen. Bevor du das machst, lass uns aber schon mal ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns gleich nach dem Intro wieder. So, herzlich willkommen zum nächsten Video. Mein Name ist wie immer Nico Becker. Ich habe mir den Sahad Sharma an meine Seite geholt. Ja, und wir werden heute über das Thema Werbestrategie sprechen, beziehungsweise generell über das Thema Marketing, so ein bisschen einen theoretischen Ansatz erstmal nutzen. Und dann wird der Kollege noch ein bisschen ja, zu der Praxis was sagen. Also, was ist das Ziel von dem heutigen Video? Das Ziel ist, dass du für dich zumindest im Kopf so einen kleinen Fahrplan hast, okay, was sind so die ersten Gehversuche, die ich im Marketing machen sollte? Also man kann jetzt jeden einzelnen Punkt noch nehmen und dazu wahrscheinlich eine ganze Videoreihe machen. Aber wir wollen jetzt hier einmal kurz darauf eingehen, was sind so die ja, fundamentalen Schritte, die man halt gehen sollte, wenn man sich Gedanken zu seinem Marketing macht. Und ja, damit starten wir in der Theorie und dann gehen wir, wie gesagt, in die Praxis über. Das Erste, was ich dir schon mal mitgeben möchte, bevor wir jetzt uns überlegen, okay, wie soll mein Marketing aussehen? Marketing ist ja die Art und Weise, wie ich jetzt mein Produkt, meine Dienstleistung nach außen trage. Ich muss mir erstmal ganz klar darüber werden, wen möchte ich überhaupt damit erreichen? Also so eine ganz klassische Zielgruppenanalyse, Zielkundenbestimmung. Gibt es ja auch zig Methoden zu, wie man das machen kann. Da kann man sich in Ruhe mal was zusammengoogeln. Aber ich bin immer ein großer Freund davon, das nicht zu kompliziert zu machen. Also ich würde erstmal empfehlen, wenn du da jetzt irgendwie reingehen möchtest, nimm dir vielleicht mal ein paar Leute aus deiner Zielgruppe, interview die einfach mal. Was bewegt die so? Was sind deren Probleme den Tag über? Ganz wichtig auch, was sind deren Probleme, wo dein Produkt irgendwie eine Lösung für bietet? Ja, das ist ja, also ich habe vielleicht ein Problem. Wie gestaltet sich das Problem? Was für Emotionen bringt das mit sich? Was hat das für Konsequenzen? Also da geht es einfach nur darum, durch so ein Interview vielleicht mal ein bisschen in den Kopf von meinem Kunden quasi einzusteigen und mal zu überlegen, okay, was bedeutet das? Also jetzt in unserem Fall ganz, ganz einfach gesagt, klar. Problem von einem Zielkunden von uns zum Beispiel ist, dass er weniger Aufträge hat oder zu wenig Aufträge hat und mehr haben möchte. So, das ist erstmal das Problem, aber was hat das für Konsequenzen? Er hat vielleicht Mitarbeiter, die er besser bezahlen möchte, aber das nicht kann. Das ist eine unangenehme Situation. Er hat weniger Planungssicherheit. Also allein aus dem Gedanken ergeben sich ja wahrscheinlich schon 20, 30 Blickwinkel, die ich irgendwie angehen könnte mit meiner Dienstleistung. Also wir mit der A&M in dem Fall. Also wenn ich das schon mal habe, ein gutes Zielgruppenverständnis, dann kann ich darauf aufbauen, schon mal mein Produkt irgendwie vermarkten. Ganz wichtig, was ich dazu noch sagen möchte, das Thema Zielgruppenverständnis, das hört eigentlich niemals auf. Also du kannst dir auf die Fahnen schreiben, wann immer du ein Unternehmen gegründet hast oder das auch noch leitest, da musst du immer irgendwie Kontakt zu deiner Zielgruppe aufnehmen. Weil das, was jetzt zum Beispiel die Bedürfnisse von unserer Zielgruppe dieses Jahr sind, sind es vielleicht nicht mehr nächstes Jahr. Das haben wir genauso erfahren vor 2,5, 3 Jahren. War es irgendwie noch so, jeder wollte Neukunden haben. Vor einem Jahr war es dann eher so, okay, wir brauchen jetzt alle Mitarbeiter. So, und deswegen musst du immer an deiner Zielgruppe dran sein. Wie gesagt, wenn du das einmal weißt, dann würde ich, also das ist Schritt 1, ich würde erst an Schritt Nummer 2 den Blick vielleicht auf mein eigenes Produkt oder auf meine Dienstleistung lenken, auch wenn das meistens das Erste ist, was alle Leute machen. Die sagen dann, mein Produkt hat das und das und das, mein Auto hat 300 PS, mein Auto hat Allradantrieb, wie auch immer. Ja, das sind ja so Produktfeatures oder Benefits. Und das ist erst Blick 2. Also Blick 1 sollte auf die Zielgruppe sein, Blick 2 kann dann auf das Produkt gehen. So, und hier hatte ich jetzt gerade eben schon kurz erwähnt, wir wollen den Unterschied ziehen zwischen Features und Benefits. So, ich sehe das ganz, ganz häufig bei unseren Kunden, die jetzt zum Beispiel ein Terrassendach anbieten oder sowas. Die sagen mir immer, was für technische Details da dran sind und wie toll das alles ist. Aber die Kunst ist es halt hier, und da kann man, wie gesagt, auch Bücher zu füllen zu dem Thema, eine Eigenschaft in einen Vorteil zu übersetzen. Also ich hatte gerade die Eigenschaft PS, okay, der Motor 300 PS, alles schön und gut. Die Frage ist, was habe ich da für einen Kunden vor mir sitzen und was bedeutet das für den? Ist das ein Statussymbol? Wenn es jetzt vielleicht jemand ist, der darauf Wert legt, ist es einfach jemand, der gerne, weiß ich nicht, auf Adrenalin chillt, kann ich ihm sagen, dass er damit super schnell beschleunigen kann? Ist das eher jemand, der ja, vielleicht Anhänger transportieren möchte regelmäßig, weil er das eben machen muss in seinem Beruf oder sowas? Ist es dafür wichtig? Also frag dich einfach nur bei einem Feature, bei einer Eigenschaft, die dein Produkt hat, was für Vorteile bringt das Ganze mit sich und was bedeutet das für die Zielgruppe, die ich vorher bestimmt habe. Wenn du den 3 Schritte schon mal so gut hinbekommst, dann kannst du im Marketing eigentlich wahrscheinlich schon mal einen Großteil abdecken. Der Rest oder vieles denn von dem Rest ist eigentlich nur auch so, ja, ein bisschen Nebenbeikram, aber das ist so das fundamental Wichtigste erstmal. Genau, wie gesagt, man kann in jeden Punkt noch viel, viel weiter reingehen. Wir wollen da jetzt das Video nicht unnötig in die Länge ziehen. Der Kollege hat noch ein paar Beispiele aus der Praxis mitgebracht, die wollen wir uns jetzt natürlich auch noch anschauen. Ja, genau. Ganz wichtig ist, man muss vielleicht noch ergänzen, maßgeschneiderte Werbestrategie, die perfekte Blaupause wird es wahrscheinlich nicht geben oder sie funktioniert nicht jedes Mal. Ja? Also worauf ich hinaus will, ist, man kann sich dumm und dämlich denken,
wie die Kampagne am Ende, also ich gehe jetzt ein bisschen mehr auf die Praxis ein, also die Kampagne am Ende aussehen soll und dass sie so und so laufen wird. Und dann verbringst du vielleicht ein halbes Jahr in der Planung und am Ende merkst du nach einer Woche, hey, das Ganze läuft überhaupt nicht so wie geplant. Es kommt nicht an bei der Zielgruppe. Das ist ja genau das, was mein Kollege Nico gerade meinte. Man muss sich mit der Zielgruppe vorher auseinandersetzen. Man muss genau wissen, was muss ich denen präsentieren, was wollen die eigentlich sehen. Aber genauso muss man darauf vorbereitet sein, dass eine Kampagne nicht direkt läuft. Und trotz aller Schritte, die du gerade genannt hast, vielleicht nicht im ersten Ansatz funktioniert. Und da ist es natürlich auch wichtig, zum Thema, welche Werbestrategie mache ich, verschiedene Kanäle zu nutzen. Denn wenn ein Kanal gerade nicht funktioniert bei einer Kampagne, heißt das nicht, dass es woanders doch funktioniert. Ja? Also wir nehmen immer gern das Beispiel Google, Facebook oder mache ich doch was auf TikTok und. Und genau das ist, wo wir letztendlich ansetzen wollen, wenn wir die Kampagnen selbst erstellen, dann heißt es nicht immer nur das, was alle sehen wollen oder das, was du selber als Unternehmer sehen willst. Ja? Nur weil du eine Anzeige oder einen Text schön findest, heißt das nicht, dass deine Zielgruppe die genauso versteht. Klar ist das unser Job, das zu identifizieren. Das heißt aber auch, dass nicht immer die perfekte Anzeige auch so funktioniert, wie man sich wünscht. Sprich ganz einfach, manchmal muss man auch einfach eine Anzeige erstellen, die auffallend ist, ja? Die nicht in erster Linie so stark gebrandet ist, nur auf dein Unternehmen, die den perfekten Schriftzug hat, wo die Farben alle genau richtig sind. Hier ist es auch manchmal wichtig, auffällige Anzeigen zu erstellen, auffällige Kampagnen, die vielleicht teilweise auch sogar provozieren oder sehr, sehr auffällig sind, wenn man auf dem Handy scrollt. Man darf das ja, ich glaube, das habe ich schon in 10 Videos gesagt, man scrollt jeden Tag heutzutage das Handy fast 100 Meter nach unten. Ihr müsst euch das vorstellen. Und irgendwo dazwischen ist deine Anzeige. Und wenn es die x-te Küche ist und die x-te Haustür, dann geht das leicht unter. Gerade im PV-Bereich ist es auch so, der PV-Boom dieses Jahr war ja nicht zu übersehen. Und da ist es auch natürlich passiert, auch diese Herausforderung hatten wir, dass auf einmal sehr, sehr viele Werbetreibende mit derselben Strategie online gegangen sind. Fast alle wollten dieselbe Förderung bewerben, fast alle wollten dieselben Benefits bewerben. Und da kann man auch zum Thema Benefits, bevor ich das wieder vergesse, nicht jeder Benefit ist gleich gut. Heutzutage brauchst du nicht schreiben, dass du für ein Angebot erstmal sozusagen so einen Pauschalpreis nimmst. Das wird dir der Wettbewerb nicht verzeihen, weil das Angebot ist in den meisten Fällen irgendwo mit einkalkuliert, so dass es vorher nicht berechnet werden muss. Und dann ist es natürlich auch wichtig, wie formuliert man sowas nach außen. Gehen wir noch mal kurz auf das Thema Mitarbeitergewinnung. Auch hier genau dasselbe. Wenn du dann letztendlich die Kampagne online hast, schreib nicht mehr, dass ihr ein sympathisches Team seid. Schreib nicht mehr, dass Pünktlichkeit ist uns wichtig. Das sind halt Sachen, die halt überall stehen. Geh nochmal auf dein Unternehmen zu. Schau, was zeichnet euch wirklich von anderen aus. Ja? Zum Beispiel, ein gern gesehenes Beispiel ist immer, dass die Anfahrten zur Baustelle teilweise von manchen Unternehmen gezahlt werden, von manchen nicht. Bist du der die zahlt, dann kannst du das als Benefit so aufnehmen, genauso auf die Grafik. Gut, ich könnte jetzt noch weiter ausholen, aber das Video muss ja auch irgendwo ein Ende finden. Ja, wir danken wie immer fürs Zuschauen. Man kann vielleicht oder wir können vielleicht zu dem Thema nochmal 2, 3 weitere Videos machen. Du merkst schon, man kommt da relativ schnell ins Reden und es gibt da halt noch super viele Themen, die man anschneiden kann und wahrscheinlich auch sollte. Aber für das Video soll es erstmal sein. Wir sehen uns hier im nächsten Video wieder und dann wünschen wir erstmal noch einen schönen Tag.